freundliches Hallo aus Endorf im Sauerland. Ich komme gerade von einer Motorradtour zurück, fahre gerade nach Hause. Und die letzten Meter könnt ihr mich begleiten von Endorf nach Stockholm und über Allendorf zurück nach Plettenberg. In Allendorf werde ich noch eine Tankstelle müssen. Zum einen, weil ich den Tank immer voll mache, wenn ich nach Hause komme. Zum anderen, weil es heute auch notwendig ist. Weil dieser kleine, süße Tank ist leer. Ich durfte gerade auf Reserve umschalten. Ja, das Ding, das hat zwar keinen wirklichen Benzinhahn, aber hier seht ihr eine Lampe leuchten. Die sagt mir, ich habe wenig Sprit drin. Vorhin ist dann auch mal der Sprit zu Neige gegangen. Und dann ist hier unten noch ein Schalter. Damit lässt sich elektrisch der Benzinhahn steuern. Und auf Reserve schalten. Ja, ich fahre also jetzt mit Reserve. Aber in Allendorf ist eine Tankstelle. Da werde ich eben ranfahren. Das ist zwar nicht jetzt unbedingt billig. Ich tanke super plus mit dem Motorrad hier. Nicht, weil sie es muss, aber weil das Motorrad so extrem selten gefahren wird, möchte ich nicht dieses Biozeug drin haben, was dann ausflockt und die Vergaser dann ruiniert bzw. versaut, dass man da erstmal alles wieder auseinanderreißen muss, um das wieder sauber zu kriegen. Deshalb das gute Super Plus ohne Biozusätze und man hat Ruhe damit. Ich halte das sowieso für ziemlichen Quatsch mit dem E10-Sprit. Den tanke ich mit dem Auto auch nicht, obwohl ich es dürfte, angeblich. Ja, gleich wenn ich nach Hause komme, da werde ich noch einen Moment Ruhe haben. Und dann geht es gleich ins Schwimmbad zum Training. Ein paar Bahnen schwimmen. In den hohen Drehzahlen wird das Ding richtig bissig. Hohe Drehzahlen. Bedeutet so 9.000-10.000 Umdrehungen. Für heutige Sportmotorräder ist das gar nichts. Die drehen auch 12.000 bis 14.000 und noch mehr. Zu der Zeit, wo das Ding, Schätzchen, hier gebaut wurde, da sah das anders aus. Da war das schon eine hohe Drehzahl. So, ran an die Säule.
So, war schon ziemlich leer, der Tank. Knapp 11 Liter an einem 10-Liter-Tank reingekriegt. So, und auf meiner Hausstrecke. Die nächste Strecke, die im Fokus steht. Und leider auch sehr intensiv genutzt wird. Wieder. So, ja. Auf geht's. Kollege Big Up. Schade. Biegt nicht ab. Und nach dieser Fahrt kommt die kleine Felsa erstmal wieder in den Stall und darf sich ausruhen. Bewegungsfahrt gemacht. Mal gucken, vielleicht dieses Jahr nochmal. Ja, man sieht es schon an dem Kilometerstand. Motorrad. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er. Und ein Kilometerstand von realen 7.944 Kilometer. Ist jetzt nicht das Vielfahrermotorrad. Und wird bei mir wahrhaftig auch nicht dazu genutzt. Nee, das ist Genussmotorrad. Einzig und allein für Genussfahrten. Nicht mehr, nicht weniger.
Aber das musste mal wieder sein, dass die rauskommt. So, das war's dann auch schon wieder. Eine kurze Sendung ohne viel Gequatsche. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Bleibt immer fair. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch noch mehr gefallen hat und ihr nichts verpassen wollt, dann gerne auch ein Abo. Bis dahin. Ciao.